Distance, damit ich halt auch mehr Schutz habe. Und wie gesagt, das mache ich halt so nicht sofort alles auf einmal, sondern halt teilweise. Gut. Alter, geht doch. So, zuerst einmal am Breaking. Wie viel? 13. Das ist Thorns. Ich bin ein richtiger Noob in Englisch. Das müsst ihr wissen. 26. Was kann Thorns? Das würde ich echt gerne wissen. Was ist das? So, Options. Language. Deutsch. Dornen. Was kann das? Was sind Dornen? Wenn irgendwer reinläuft oder sowas, das sind automatisch irgendwie Dings kriegt, Damage kriegt oder was? Nee, keine Ahnung. Mann, warum muss es jetzt auch regnen? So. Gut, dann könnte ich jetzt eigentlich mal wieder dorthin laufen. Und das auffüllen. So, hier die Bette sollte ich vielleicht auch so ein bisschen entfernen. Damit man dann hier einfach rausspringen kann. Nicht da die Erde, sondern dahin. Und dann füllen wir hier mal das Ganze auf. Also hier drinnen alles. Und ich hoffe, Alter, da unten sind auch immer die Schafe. Alter Schwede, wie weit geht das denn? Heftig. Für alle Leute, die jetzt erst eingeschalten haben. Da unten ist meine, wie ich sie früher mal getauft habe, Massentierhaltungszentrale. Und deswegen hört ihr auch so viele Mies. Das ist einfach, das ist auch der Grund. So, gut. Ich hoffe, die Erde reicht auch. Ansonsten, ja, wäre es ziemlich doof. So, gut. Wie viel habe ich denn noch? Was? Zwei Stacks nur mehr? Ich glaube, das wird sich nicht ausgehen, aber naja. Ich will es ja nicht verschreien. Ich glaube. Ja, zumindest da, wo ich den Weg entlang führen lasse. Und das ist hier. Also alles. So, warte mal, der Weg kommt von hier. Ich sollte mal schauen, dass hier alles zu ist. Der Bereich. Und hier der Bereich. Also. Ich kessel das Ganze mal ein, damit ich zumindest mal den Weg hier irgendwie bauen kann. Und das andere kann ich ja nachher machen. So. Also ungefähr den Bereich muss ich jetzt noch stopfen. Ich hoffe, das geht sich aus. Ich glaube zwar nicht, aber egal. Nee, geht sich leider nicht aus. Oh Mann. Jetzt habe ich wieder zu wenig Erde mit. Das ist doch ärgerlich. So. Gut. So. Ich bin kein Spezialist für Wege, also deswegen schaut es auch so ein bisschen komisch aus. Nicht wundern. So, passt. Knochen haben wir sogar mit. Komm, machen wir mal vorhin das. Hier überall. Hui. Ja, kennt es ja von mir. Ohne Knochenmehl geht da gar nichts. Finde ich einfach richtig geil. Es muss einfach so sein. Also ich glaube, ich werde einfach mal, wenn mir langweilig ist und ich nichts zu tun habe, werde ich einfach mal in eine Höhle gehen, mir einen Skelett-Spawner suchen und werde dort einfach mal die ganze Zeit gegen Skelette kämpfen, damit ich einfach hier so richtig viel Knochenmehl besitze. Dass ich hier einfach mal überall die ganze Welt hier verschönern kann.
So. Gut. Eigentlich müsste ich hier das Ganze noch entfernen. Das mache ich jetzt auch mal. Weil hier ist ja kein Weg. Und ich glaube, es wird jetzt auch dunkel. Das ist sehr schön. Weil dann kann ich schlafen gehen. Oh, es geht sich sogar aus. Und warte mal, habe ich jetzt so die Dschungelsetzinge mit? Nee. Gut. Weil dann kann ich eigentlich hier überall meinen Wald pflanzen. Soll wirklich dicht besiedelt sein, weil ja, es ist ein Wald und nicht irgendwie so ein Bäumchen. Ich glaube, die ganzen Löcher sind entstanden durch Creeper. Oh Mann, oh Mann. Soll vielleicht mal öfters ein bisschen besser aufpassen. Hier so ein paar Bäumchen pflanzen. Ist ja alles. Da ist ja gar nichts los hier. So. Bäumchen. Überall Bäumchen pflanzen. Ist ja alles hier kein Wald. Das ist ja irgendwas hier. Nee, gefällt mir nicht. Da müssen wir noch eindeutig mehr Setzlinge suchen. Nee, Dschungelsetzlinge will ich jetzt keine setzen. Die passen da einfach nicht rein. Das ist ein Wald und kein Dschungel. Meiner Meinung nach. So. Essen. Und ich gehe jetzt mal schlafen, damit endlich dieser scheiß Regen weg ist, weil er geht einem richtig auf die Nerven. Also zumindest mir geht er auf die Nerven. Nur in Real Life ist er richtig geil. Oh. So. Und eigentlich brauche ich wieder. Eigentlich will ich ja auch was mit Quarz bauen, deswegen. Weil jetzt mal folgendes. Da ich ja jetzt dort angekommen bin. Also den Weg jetzt zumindest bis dorthin fertig habe. Kann ich ja jetzt mal in die Hölle gehen. Und dann, was habe ich denn? Ja, das habe ich auch. Erde. Naja, egal. Ich will in die Hölle gehen. Und was mache ich dort? Ganz genau. Quarz holen. Und Glowstone-Blöcke. Ah ja, und ab 1.6 habe ich gehört, sollen ja auch in Festungen irgendwelche Truhen spawnen. Okay. Habe ich mir nur so gedacht. Hm. Ja. Ja, weil es sollen ja auch Pferde kommen. Die meisten haben wahrscheinlich sich schon die ganzen Snapshots angeschaut. Also heute habe ich das 13W18C angeschaut. Also den Snapshot. Und ich finde eigentlich die Neuerung mit dem Pferden ganz geil. Und auch mit dem Teppich finde ich recht nice. Gefällt mir gut. Nur was mich halt ein bisschen stört, ist, dass beim Teppichen einerseits, dass man zu wenig rauskriegt. Also für 2 Wollblöcke kriegt man einen Teppich. Und das finde ich gesagt scheiße. Weil Wolle kriegt man jetzt auch nicht so richtig viel. Aber ja, vielleicht wird sich das noch ändern. Ich zerlege jetzt hier mal die Hölle. Ich bin der richtige Zerleger. Ma, gib mir doch Quarz. Ich brauche Quarz. Lecker Quarz. Das kann ich ja mal runterfallen lassen. Das hole ich mir jetzt auch. Mein Quarz. So. Und EP-Punkte natürlich. Wo gibt es denn noch Quarz? So. Da oben. Aber ich nutze das halt jetzt aus mit dem Quarz, weil derzeit kriegt man für Quarz so richtig viele EP-Punkte. Ich meine, jetzt könnte mich mal als Cheater betrachten, aber ich nutze das halt nur aus, weil irgendwie habe ich das Gefühl, mit 1.6 ja, werde ich das dann nicht benutzen können. Also mit 1.6 wird man wesentlich weniger EP-Punkte dafür kriegen. Und um ehrlich zu sein, will ich das nicht. Weil ich meine, ich bin jetzt schon wieder Level 10 dadurch. Und ich habe eigentlich relativ wenig Quarz gefarmt.